Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch zu fortgeschrittener Stunde bleibt die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum eine so wichtige Frage, dass man sie auch mit entsprechender Zeit diskutieren muss. Erlauben Sie mir nur eine Vorbemerkung auf das, was die Kollegin Förster-Heldmann gerade gesagt hat, die ja so ein bisschen das Bild gezeichnet hätte, die Politik solle der Vermittler sein zwischen dem Wunsch der Bauindustrie, der ja auch stark von der FDP unterstützt wird, und den Kommunen und der öffentlichen Hand andererseits da als Vermittler aufzutreten. Ich hätte mal einen ganz anderen Vorschlag. Sie könnten ja als Land Hessen damit beginnen, keine öffentlichen Flächen mehr zu verkaufen, öffentlichen Flächen, die dann den Kommunen oder dem Land Hessen zum Gestaltungsspielraum fehlen. Beim Frankfurter Polizeipräsidium hat sich das Land wie ein Spekulant verhalten, hat es Maisbieten verramscht. Hören Sie damit auf, das wäre ein gutes Handeln, das wäre ein gutes Handeln des Landes Hessen. Wir beraten jetzt in der zweiten Lesung heute über die Änderung des Wohnrauminvestitionsprogrammsgesetz WIPG. Und ich will gleich zu Beginn das sagen, was ich auch schon bei der ersten Lesung gesagt habe. Es ist völlig richtig, dieses Gesetz zu verlängern, und es ist auch richtig, die Mittel aufzustocken. Angesichts der Mieten- und Wohnungskrise, die wir in Hessen haben, ist jeder Schritt sinnvoll, der das Angebot an bezahlbarem, sozial geförderten Wohnraum ausweitet. Darüber gibt es auch wenig unterschiedliche Meinungen. Deswegen stimmen wir dem Gesetzentwurf zu, ganz unideologisch, so wie Sie das von uns gewohnt sind. Dann vorausgeschickt muss man aber etwas Wasser in den Wein gießen. Und man muss natürlich auch der Selbstinszenierung hier von Schwarz-Grün ein bisschen was entgegensetzen. Erst letzte Woche hat sich der zuständige Minister, Herr Staatsminister Al-Wazir, sich ja mit den Worten zitieren lassen, der soziale Wohnungsbau, der ziehe in Hessen wieder an. Grund für diese, wie wir finden, doch sehr optimistische Sichtweise ist der Umstand, dass 2020 scheinbar über 3.000 Wohnungen zur Förderung gemeldet wurden. Immerhin, okay, besser spät als nie. Aber alleine die Tatsache, dass dies der höchste Wert seit 2009 ist, zeigt einerseits doch die Größe des Problems. Und es zeigt auch, meine Damen und Herren, wie sehr die Wohnungspolitik unter Schwarz-Grün in den letzten Jahren geschlafen hat. Denn in all diesen Jahren ist es Ihnen nicht gelungen, die Zahl des sozialen Wohnungsbaus anzukurbeln. Im Gegenteil, Sie wissen, Zehntausende Wohnungen sind aus der Bindung gefallen. Laut der Antwort auf unsere Kleine Anfrage, die wir dann letzte Woche nach über 5 Monaten auch endlich erhalten haben, sind es in Hessen aktuell nicht mehr als 80.000 Sozialwohnungen. Die Tendenz ist weiter fallend. Und bis 2024, das wissen Sie ja, sollen weitere 8.800 Wohnungen aus der Bindung fallen, darunter knapp 6.000 Wohnungen im Regierungsbezirk Darmstadt, also in der Rhein-Main-Region, wo ja sogar Kollege Lenders darauf hingewiesen hat, dass wir es mit einer sehr, sehr angespannten Situation zu tun haben. Und da hilft es auch wenig, Herr Staatsminister, wenn Sie dann an Berlin verweisen. Das können Sie alles gerne machen. Aber dieser Niedergang des sozialen Wohnungsbaus in Hessen, der ist in den letzten Jahren eben auch Ihre Verantwortung, die Verantwortung eines grünen Ministers. Und so darf es nicht weitergehen. Und wenn dann angesichts solcher Zahlen Frau Förster-Heldmann in der ersten Lesung zum Gesetzentwurf dann von einer Delle im sozialen Wohnungsbau spricht, dann zeigt es letztlich nur, wie weit Sie von der Realität sind. Diesen Niedergang als Delle zu bezeichnen, das ist natürlich für Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen, die wirklich betroffen sind von dieser Wohnungskrise, von dem Mietenwahnsinn. Ja, also wie die solche Bezeichnungen empfinden, das sollten Sie sie mal fragen. Viele Menschen wissen überhaupt nicht mehr, wie sie ihre Miete noch bezahlen sollen, wie sie an eine bezahlbare Wohnung rankommen. Und Sie sprechen hier von einer Delle in einer ansonsten doch ach so positiven Entwicklung. Ich glaube, das ist keine Delle. Es ist ein strukturelles Problem. Die Wohnungsfrage ist eine der großen sozialen Fragen unserer Zeit. Und es wäre endlich auch Aufgabe, hier auf den Regierungsbänken entschlossene Lösungen zu präsentieren, statt das Problem in immer neuen Debatten weiter zu verharmlosen.
Jetzt stellen Sie sich hin, und genau das ist ja auch schon wieder passiert, und sagen, wir sind auf einem guten Weg, wir investieren doch Rekordsummen. Genau das hat ja Frau Förster-Heldmann gerade wieder getan. Wir haben die Förderkonditionen verbessert. Es werden so viele Wohnungen zur Förderung angemeldet wie auch nie. Das klingt alles auf den ersten Blick prima, aber schauen wir uns doch mal die Zahlen des Wohnungsinvestitionsprogrammsgesetzes an. Eine Verdopplung der Mittel um 257 Millionen Euro klingt natürlich erst einmal spektakulär herausragend. Guckt man aber auf die verlängerte Laufzeit und auf die Landesmittel, die jenseits von Darlehen fließen sollen, dann sind es am Ende eben ein paar Millionen pro Jahr mehr. Mehr aber auch nicht. Das künstliche Hochrechnen von Fördersummen, das ist ja bei Schwarz-Grün Programm, das hat System bei der Landesregierung. Laut der Antwort auf unsere Kleine Anfrage wurden von 2015 bis 2019 Fördermittel im Bereich der Wohnraumförderung in Höhe von 541 Millionen Euro bewilligt. Knapp 9.100 Wohnungen, klingt erstmal nach einer ganzen Menge. Im selben Zeitraum sind allerdings Kompensationsmittel des Bundes in Höhe von 379 Millionen € geflossen. Das bedeutet, dass der Anteil des Landes in diesen 5 Jahren faktisch nur 161 Millionen Euro beträgt, macht dann pro Jahr 32 Millionen. Das ist natürlich nichts. Also nicht nichts, das ist natürlich nicht gar nichts, aber es ist auch weit entfernt von den Fantasie- und Fabelsummen, mit denen sich die Landesregierung hier so gerne schmückt. Es lohnt sich also, genauer auf ihre Zahlen zu schauen. Das gilt auch für die über 3.000 Wohnungen, die 2020 laut Ministerium zur Förderung angemeldet wurden. 2019 waren es 1.676 solcher Vorhaben, 2018 noch 1.983 Vorhaben. Klingt ja erstmal nicht schlecht, klingt nach einer großen Steigerung. Allerdings, was halt bis heute unklar ist, wann aus diesen Anmeldungen denn dann auch tatsächlich Wohnungen werden. Es sind ja Wohnungen, die zur Förderung angemeldet wurden. Wir haben da Erfahrungswerte. Als das Ministerium im Sommer 2019 in der Antwort auf unsere Kleine Anfrage zugeben musste, wie viele Sozialwohnungen denn gebaut wurden, dann wurde gesagt, 2017 waren es nur 693 und im Jahr 2018 nur 892. Und ich zitiere, es ist davon auszugehen, dass diese Zahlen in den kommenden Jahren weiter zunehmen werden, denn in den vergangenen Jahren wurden jeweils rund 2.000 Wohnungen bei der Landesregierung zur Förderung angemeldet. Diese befinden sich jetzt im Planungs- oder Bauprozess und werden in den nächsten Jahren fertiggestellt. Also, es ist ja schön, wenn Sie diese Zahlen hier immer wieder vermelden. Wie viele dieser Wohnungen sind denn 2019 tatsächlich fertiggestellt worden? Sind die Zahlen wie prognostiziert gestiegen? Nein, wir glauben, das genaue Gegenteil ist der Fall. Im Jahr 2019 wurden in ganz Hessen lediglich 618 geförderte Wohnungen fertiggestellt. Sie müssten bitte zum Ende kommen, Herr Kollege. Das ist ein neuer Negativrekord, meine Damen und Herren. Und Sie stellen sich hier hin und sozusagen jonglieren mit großen Zahlen, die angebliche Erfolge Ihrer Wohnungspolitik dokumentieren sollen. Diese Zahlen halten einer genauen Betrachtung nicht stand. Das ändert nichts daran, dass wir diesem Gesetz heute hier zustimmen. Aber in Sachen Wohnungspolitik ist bei Ihnen noch sehr viel Luft nach oben.